Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream zu Red Dead Redemption 2 bzw. einem neuen Let's Play Völkchen hier aus dem Wilden Westen direkt. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, ihr wieder fleißig dabei seid. Das freut mich doch sehr und ich würde mal sagen, mir geht's sehr gut. Danke Carlo der Nachfrage und Hallöchen Tiny, Zelomon. Ja, der Carlo natürlich auch. Maximum ist wieder am Start. Rossi, Anni, freut mich, dass ihr dabei seid. Es geht heute wieder zurück hier mit unserem Freund, dem Arthur Morgan. Ja, und ja, komme ich gleich noch zu. Ja, wisst ihr, es gibt ein bisschen Familienzwist und so weiter. Und wir müssen uns jetzt um die Angelegenheit ein bisschen kümmern und die beiden Familien ausspielen. Ne? Habt ihr ja vielleicht noch eine Erinnerung. Und freue mich, dass ihr dabei seid. M1 China. Oder... McKeiner ist es dann wahrscheinlich, ne? Rengen, dankeschön. Franny, Dickie Wolfin, Nina, freut mich. Mir geht's gut, dankeschön. Das sieht doch super aus hier. Guck mal, können wir mal lang reiten lassen gerade. Oh, guck mal, wie schick, ne, der Kinomodus. Sieht immer so episch aus, finde ich. Aber wir haben mal kurz einen Blick auf die Karte. Ich habe jetzt schon was markiert. Ja. Und da wollen wir hinreisen, ne? Was geht, Micha? Alles gut? Grüße zum Jeff Gord. Oh. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Ach du Scheiße. Verdammte Kacke, ich wollte da nur eben hinreiten mal, gemütlich, ja? Auf zur nächsten Mission und dann so ein Dreck. Heilige Scheiße. Wollte eigentlich erstmal die Leute bei Twitch begrüßen und so weiter, ja? Und dann geht's hier richtig ab direkt. Okay, wir müssen erstmal das Waffenarsenal checken. Wir haben jetzt nicht so viel am Start und da nehme ich mal dich hier. Ja, muss leider sein. Aber dieser Baum wird mich beschützen. Aber nicht vor so vielen. Wir brauchen ein anderes... Boah, wie viele sind das? Wie viele Räuber sind da direkt am Start, um uns hier auszumerzen? Direkt zu Beginn hier. Leute. Was geht hier ab? Hinter dem nächsten Baum verstecken. Von Baum zu Baum. Andere Richtung. Pam! Und nachladen. Wir holen die Ex-Soldaten in den Wald. Pam! Pam! Ja, das ist nicht so gut. Auf Reichweite... Ja, weniger. Patsch! Aber da wirkt's. So, und jetzt nehmen wir den... Ja, scheiß Baum. Aber er beschützt mich auch. Ich darf nicht meckern. Okay, machen das anders. Verdammte Axt. Der ist nicht dumm, der Bursche. Was? Wie soll ich ihn denn noch durchlöchern? Ja, dich will ich jetzt hier. Patsch! Pam! Diese verdammten. Da waren noch mehr. Was zur Hölle? Da reitet man gemütlich zur nächsten Mission, wo es ja um Familienstreitigkeiten geht. Totes Pferd. Und dann passiert sowas, wisst ihr? Dann kommen auf einmal diese Räuber alle aus ihren Löchern gekrochen. Verdammte Scheiße, hier im Wilden Westen. So. Ja. Wir brauchen erstmal keine Waffe, nicht jetzt. Ja, wir wollen nämlich eigentlich auf zur nächsten Mission. Ihr wisst ja von den Familienstreitigkeiten, wenn ihr regelmäßig zuschaut, ne? Wisst ihr von diesen Familienstreitigkeiten zwischen der Familie Gray und Braithwaite? Ich kann das mal ganz gut auf der Karte veranschaulichen, ne? Das sind zwei große Familien, die ziemlich viel Reichtum angehäuft haben. Die Familie Gray in diesem Areal und die Familie Braithwaite in diesem Areal. Und wir sind hier mit unserem kleinen Gangster-Outpost und haben uns überlegt, beziehungsweise Dutch, der Boss unserer Bande, hat sich überlegt, dass wir diese beiden Familien jetzt gegeneinander ausspielen, weil die sich hassen gegenseitig. Ja, die kämpfen hier wie Rivalen um jeden Meter Land sozusagen. Und das Lustigste an dieser ganzen Geschichte ist nochmal, dass sich die, die Söhne und Töchter der Familien ineinander verliebt haben. Aber dass so eine Romeo und Julia Story ist sozusagen, kann man wirklich so stehen lassen. Naja, und wir müssen jetzt da
uns irgendwie einschleichen und, wie gesagt, einen Plan schmieden, die beiden Familien einander auszuspielen, damit wir am Ende von allen die Kohle bekommen und sie denken, sie hätten sich gegenseitig bestohlen. Dabei sind wir die Diebe. Ich hoffe, ich habe das halbwegs anschaulich erklärt für die Leute, die nochmal eine Auffrischung brauchen, was hier denn eigentlich so abgeht. Und derzeit reiten wir mal durch diese wunderschöne Allee. PowerPoint-Präsentation mit Sarazar, genau, Zelomon. Ja, schön, dass ihr live dabei seid wieder. Freut mich doch sehr. Und was für ein Auftakt direkt. Guckt mal hier. Hey, fellas, I have a meeting with Mrs. Braithwaite. My associates are already here. All right, that's enough. Move along now. Ja, die soll man nicht rummeckern hier. So, Mrs. Braithwaite, also diese Familie hier hat auch Schwarzbrenner am Start und so weiter, während die Familie Grey, die andere Familie, eher so den Gesetzeshüter mimt. Oh, da werden uns sogar die Türen geöffnet. Schaut euch das doch mal an hier. Please come in, sir. Nette Hütte. This way, sir. A gentleman to see you, ma'am. So, your friend, the other liquor vendor. Hello. Hello, ma'am. Arthur, welcome. We were just playing cribbage. Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite. Nice to see you again. Apparently. So this one, he is big and as dumb as he looks? Well, he's surely big. But his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think, well, he's not quite that dumb. So these are the boys going to Callagher Hall? Yes, we can take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. Oh, we've got money, Mr. Matthews. Paper, bonds, metal. She ain't gonna pay you in a certified check, you Yankee numbskull. Ain't childbirth just the most beautiful miracle? Come on, Arthur. Seems a lady can birth monkeys, after all. Hop on. I'll fill you in on the way. No, I'm driving. Fine. Wir hätten ihn noch mal fahren lassen können, den Verrückten, den Irren. Rossi? Alright, let's get this over with. Machst du es hier so lange gemütlich? You was quiet in there. Took everything I had. That son of hers. I'll shove that silver spoon down his throat and pull it clean out of his ass. The smug fucker. Okay. Markieren wir das mal ganz kurz. Ja, und wie gesagt, das wird jetzt interessant. Die Familien gegenseitig auszuspielen. She wants us to torture tobacco fields. Said they ain't had rain in weeks round here. What? Yep, using that back there. The moonshine? Burns faster than kerosene, that stuff. Said it'd be fitting, she did. All I'm thinking is how about I try fitting my boot up your hook? No, you snotty old bitch. Jose really picked the right fella for tea at the manor, didn't he? Ah. Given as usual, Flannan. One of these families got gold stashed somewhere, he reckons. I mean, I'm all for sticking it to rich folks. I hate rich folks. There really better be some bloody money at the end of all this. Jose knows what he's doing. Does he, though? The master finagler of nothing. Easy, easy. So far, we've destroyed the Braithwaite still. Do you even know where we're headed? Tried to sell the shine back to them. Now we're on this fool's errand, which I'm very much looking forward to, by the way. They were saying old man Gray's double security after that business at the saloon. So, we're just gonna Alter. Dive on in there, is that it? You're taking us the wrong way. Don't worry, I got a plan. Wagons go in and out of there all the time with supplies, equipment, payroll. Especially now they're taking on all that extra muscle. We're making a delivery. That's all. You sure this is the right way? Just leave it to me. I can talk a dog off a meat wagon. Wo fährt der denn hin hier? Right, then. Weißt du, wenn man mal den Arthur selber fahren lässt, weißt du? Da fährt der, was weiß ich wohin. Nur wegen, weil da ein totes Tier auf der Straße liegt. Das kann ja wohl mal schlecht sein.
Und sieht da ein Schwein? Kann das Schwein ernsthaft gerade an dem Pferd geknabbert? Jetzt mal ehrlich geben. Oder sah das nur so aus? Leute, habt ihr das auch gesehen? Was ist da nur los wieder hier? Die Kutsche wird von zwei Rossis gezogen. Genau, Fabi, mein Lieber. Schön, dass du auch am Start bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, wir werden ja sicherlich später noch andere Pferde haben, ne? Noch ein paar andere, ne? Auf Rossi ist natürlich immer unser Herzenspferd. Aber irgendwann werden wir sicherlich noch andere bekommen. Da müssen wir uns noch gute Pferdenamen ausdenken. Es sei denn, Leute aus der Community wollen ja auch... Aber Rossi hat natürlich perfekt gepasst oder passt perfekt, ne? Also Rossi ist ja so das typische Pferd jetzt wohl in unseren Spielen geworden. Sorry, Rossi. Das ist so cool, hier durch die Stadt zu peitschen, ne? You, Mister, excuse me. Ich wollte ihn auch gar nicht excusen hier. Hä? Mister? Come on, Morgan, pick up the pace here. Oh, Vorsicht. Hier kommen wir irgendwie nicht so gut durch gerade. Hier ist ein bisschen stauig. Deswegen dachte ich, mach mal ein paar Gespräche. Aber nee, die wollen nicht mit mir talken. Ja, komm, lass mich doch hier vorbei. Erst fährt der Arthur in die falsche Richtung, weißt du, und jetzt hier der Oberstau auf der A3. Ja, ich will vorbei, überholen links, weißt du? Kennst du das schon mal gemacht? Ja, Mann, er lässt uns durch. Endlich. Rush Hour. Genau, Anni. Whoa! Hold up a second. You not worried about them greys, English? Excuse me? You not worried about them greys? In what sense? Well, they knows you. Yeah, maybe you're right. You know what? Here. I'll go hiding back. If you can act naturally, stop us from getting into a fight before we're ready. I will try. Yes. Try and do an impression of a human being. I'm not going to go that far. Ich habe mich mal lieber hinten versteckt, ne? Ist besser, oder? Dachte ich, guck mal, wie das Gewehr da noch rauspinselt. So ein Pöppel. Ich glaube, das war sinnvoll. Oh Gott, ob der das hinkriegt. Jetzt wird's lustig, Leute. Oh. What you want, boy? There was a thing at the saloon. What you talking about? Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual driver. You want a bottle, friend? Here. Have a wee drop. I'm new. I mean you no harm. I've come from Donegal, in Ireland. You don't say? Yeah. They said you'd understand some kind of incident at the saloon in town. I was told to bring this up here. Ask no questions, I'll tell you no lies. Sort of business. Before the officials got there, okay. They said. Okay. Drive this way. I'll show you how to get there. Oh, thank you, friend. Have a drink, Sean. Ja, es läuft auch Bombe. Und da sitzt schon der Zweite da. Hamish. Good to meet you, Hamish. fine bit of country you've got here. Not as fine as Connemara, but fine nonetheless. Ihr legt nichts mehr. Come from Scotland. Is that right? Then you and I are nearly brothers. Just over here. Straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah, and they said they was looking for more drivers in town. I jumped at the chance. I never been a feller to kick a bit of honest work out of bed. So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. Bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Disgusting. Oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half of me.
Just in there. Right there. You can unload it here. In here? Oh, the horse is like a swift one, do they? Excuse me? Nothing. It's grand. Quite a place you boys have got here. Reminds me of one of them big houses out in Donegal. Huh. Real fancy places they was, Hamish. Real fancy. Because if some folks got all the money, they can build quite the fanciest places imaginable, eh? Mm. Well, the average man sups on shite, yeah? Yeah, yeah. Ja, mein Kerl. Der tut mir wirklich leid, der war voll nett, der Hamish. Das hat er nicht verdient. How you getting on? Good. Nearly got these things ready. Okay. There's plenty of guards out there. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. We coat everything in moonshine, and then we light things up with these little fellas here. Thankfully, it ain't rained, and that old barn over there should go up like a torch. How many of these boys you think you need? They should do it. Let's head out the back. Look, once they get wind of us, there'll be no turning back, so move quickly. Of course. I'm rebel stock, boy. I was born burning down manor houses. We'll burn quietly. Quiet. There's someone coming on the left. Oh, hey! Well, I thought the wagon already arrived. This one didn't. Strange. So, what you got there? Tools, payroll. Okay. Drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure. See you later. You hear that? Payroll. Yeah. Let's get this job done first, okay? We'll take care of this fella. Schnapp ihn dir. Hat der Schaum bisher gut gemacht? Autsch. Come on. You douse the fields. I'll meet you at the barn. Try to stay out of trouble. Das wird so ein Großbrand, Leute. Und ich soll jetzt die Tabakfelder hier richtig schön eintränken. Ja, hier ist ja noch unnötig. Aber ab hier geht's los. Ja, mal querfeld ein, komm. Da brennt doch alles weg irgendwann. Das andere zündet doch das nächste. Ja, wir legen direkt eine Spur hier. Mit dem Schwarzgebrannten. Dem Alkohol. Machen wir die Tabakplantage platt. Das ist doch quasi Droge gegen Droge. Okay. Ich überlege, ob ich da lang gehe, hinter dem lang so. Wisst ihr, was ich meine? Mit dem da vorne. Ja, der geht ja jetzt auch so schön nach vorne. Dann schnappen wir uns erstmal die Seite. Ich glaube, das ist sinnvoll. Die Tabakfelder ja abbrennen und Alkohol brennt. So, dann packe ich ihn mir lieber bald. Irgendwie hat er so gezappelt mit der Fackel, da habt ihr das gesehen? Oh, der hat doch gerade umgedreht, war gut. That's good. Ja, muss noch ein bisschen was rein hier.
Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass der Kerl sich umdreht irgendwie gleich. Wir machen hier mal gar nichts. Wir bleiben einfach mal im Gebüsch, versteckt im Tabakgebüsch. Ja, ich bleib da genau vor uns stehen. Was für ein Arschloch. Das ist ja ein Krug ohne Boden. Ja, echt. Was hatten die da an Alkohol drin? Da frage ich mich auch. Der Schwarzgebrannte. Da ist ja, sollten wir einfach das verkaufen. Da sind wir fein raus aus allen Geschichten. Der Alkohol, der sich immer auffüllt. So. Hier machen wir weiter schön rein hier, ne? Wobei, ja, guck mal, wenn du mal überlegst, was der da rausschenkt, da dürfte eigentlich nicht mehr viel im Tank sein jetzt. Passt vielleicht gerade so, aber nicht bei meinem nicht so sparsamen Vorgang. Hier machen wir das gleiche nochmal. Herr Gentleman. War knapp. Okay, ich glaube, das ist das letzte Feld, oder? Triff dich mit Sean in der Scheune. Okay, ich würde gern da lang gehen, wenn der dreht, genauso. So. Ja, nachher werden wir ein Feuerteufel geboren, ne? So ist es. Das wird auf jeden Fall jetzt eine brandgefährliche Mischung, Freunde. Okay, was macht der da vorne? Ja, komm, geh dir irgendwas machen hier. Mach einen Kaffee. Geh nach Hause. Aber er bleibt einfach stehen. Geh! Geh, Junge! Er will nicht gehen. Er ist auf jeden Fall ein... Der bewegt jetzt nicht vom Fleck her. Dann habe ich noch eine andere Idee. Wir gehen theoretisch... können theoretisch in den Wald rein und dann nach vorne so lang. Oder wir gehen durch die Felder zurück. Aber ich glaube, der hier... der chillt ganz gewaltig sein Leben. Vorsicht, hier ist gefährlich. Okay, jetzt rüber. Mann, da ist einer drin. Den können wir auch ausschalten. Okay, schauen, Mann. Du machst das schon. I'm gonna douse this too. Oh, guck mal, hier werden die Tabakblätter getrocknet, Leute. Zu jener Zeit dachte man ja noch, rauchen wäre gesund und so, ne? Gut für die Lunge. Dann mach den Laden mal voll. Brenn die Scheune nieder. Light her up. I'll give you $4. Yeah. Now let's burn those bloody keys to the ground. You ain't leaving here. Okay. Ich brenne den Laden nieder, er macht den Rest. Okay. Dann werden wir erstmal den Tanz spielen. Oh, haben wir nicht die besten Waffen hier? Ah, das geht. Alter, wie viele. Okay, komm, wir gehen erstmal zum Schauen. Wir unterstützen den da vorne. Boah, hier brennt alles lichterloh. Yeah! Oh, wie krass das aussieht. Verdammt, muss nachladen, Alter. Sean, halt mal die Stellung, Junge.
seem to be taking a while. This is a goddamn mess. Aber wirklich. Okay, weiter geht's. Wollen da noch welche tanzen oder sollen wir die Felder abfackeln hier? Worauf schießen die eigentlich da hin? Boah, wie viele sind denn hier wieder, ey? Das ist ja unfassbar. Okay, nachladen. Boah, hier werden alles lichterloh. Die anderen Felder. Oh, mega nice aus, ey. Komm schon. Bring schnell drauf, Alter. Okay, let's get the hell out of here fast. You're right, follow me. Was für eine Mission, Leute. Was für eine Mission. Also mal richtig krass hier, wie alles brennt. Okay. Wie das aussieht. Kurz mal nachladen, lieber. Boah. You call that a party? That Braithwaite had got a money's worth, darling. Let's just get out of here first. Okay, den Hombres haben wir's gezeigt, liebe Freunde. Cowboys und Cowbinen. Oh, oh, Vorsicht. Mal ein Unfall bauen zwischendurch. Yeah. Geile Mucke. I think we lost him. Yeah, we did. Quite a night. Sure. Interesting little fight Dutch has put us into the middle of here. Yeah. I hope him and Jose are right and that there's some money at the end of it. Well, what now? Head on back to camp. You coming? Sure. Okay. Auf zum Camp zurück. Ja, war eine krasse Mission, ne? Wie wir da jetzt die ganzen Tabakfelder niedergebrannt haben, der Grace, für die Familie Braithwaite sozusagen, die natürlich jetzt denken, dass es die Familie Braithwaite gewesen wäre. Und da sehen wir es nochmal. Alles steht in Flammen. Wir kommen bei unserem schönen Lager an. Home, sweet home. You let Jose know how we got on. Haben wir erledigt. Arthur und Sean arbeiten nun mit den Braithwaites zusammen. Okay. Aber wir wollen ja, wie gesagt, nicht nur mit den Braithwaites zusammenarbeiten, sondern auch mit der anderen Familie und so die dann gegenseitig ausspielen. Das ist der Plan. Die Grace und die Braithwaite, die Familien sich gegenseitig streiten. Oh, sorry, ja, habe ich vergessen. Hier ist das Pferdeverbot. Mensch, sollen die mal nicht so anstellen. Wo ist denn Ross hier eigentlich? Hat sie bis hierher gefunden? Ja, sehr gut. Haben wir doch ein schönes Pferd den hier hingebracht. Die sollen sich mal nicht beschweren. Guck mal, wir haben ein wunderschönes neues Tier hier ins Rennen gebracht, ja? Und dann kann man auch eher mal sagen, wow, toll, toll gemacht, Arthur.
Hast du gut gemacht. So, Geld und alles Mögliche haben wir letztens genug gespendet. Ne? Deswegen gucke ich mal gerade auf die Karte. Wir haben ja jetzt theoretisch direkt noch ein Missionchen anliegend. Obwohl, wir sollen mit Dutch reden. Okay, ich verstehe. Und wir haben jetzt dem Braithwaite geholfen. Ich bin mal gespannt, ob wir danach den Grace noch helfen können überhaupt. Und Dutch Vanderland, der will mehr über diese Kopfgeldjäger herausfinden. Da gibt es dann scheinbar auch noch ein Missionchen. Da steht uns noch einiges bevor. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was der gute Dutch so zu erzählen hat. Arthur! Arthur!